ganze Welt nach antwortete, der in heutigen Zeiten als Mitglied der Royal Family Babypartys für 200.000 Pfund gibt, sich über Kritik nicht wundern. Das passt überhaupt nicht zu ihren Schirmherrschaften diverser wohltätiger Organisationen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Queen gefällt. Okay. Vielleicht warten wir jetzt einfach mal erstmal auf Baby Sussex und auf gute Neuigkeiten, nette News aus dem Hause Meghan. Wir warten es einfach mal ab, kann ja jeden Tag so weit sein. Genau, eben. Wir sind parat, was das angeht. Jetzt kümmern wir uns um Herrn Rodriguez, nachdem er ja so brav und ausführlich seinen Heiratsantrag für J.Lo geprobt hat.